und hoffen, dass die Bogenschützenkönigin... Zünden... Ah, oh, Scheibengleister. Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans. Mit mir, den Thomas und Playgeddon. In der heutigen Folge werde ich euch eine neue Angriffsstrategie vorstellen. Das Besondere an der Angriffsstrategie ist, dass diese Angriffsstrategie gerne für 3-Stars benutzt wird. Und deswegen habe ich die Angriffsstrategie mal ausprobiert. Die Angriffsstrategie handelt von einem Golem, Magiern und Schweinereiter. Die Angriffsstrategie habe ich beim lieben Elefantenfisch gesehen und deswegen würde ich die gerne heute mal vorstellen und selber mal im CW ausprobieren und gucken, wie die klappt. Also diesen Angriff habe ich gestern Abend gemacht. Leider hatte ich nur 2 Magier dabei, weil ich viele gespendet hatte. Aber wir gucken trotzdem mal, wie erfolgreich ich war. So. Ein Golem haben wir vorgesetzt. Also Ziel der Strategie ist, dass man einen Golem vorsetzt. Dann die Magier hinterher. Und dann im möglichsten Fall einer der Helden ausnockt, was diesmal nicht möglich war. Da die Helden, wie man hier sieht, relativ weit mittig waren. Und deswegen habe ich auch nicht die Helden ausgenockt, aber ich habe die Helden direkt hinter den Magiern gesetzt und dann die Schweinereiter gesetzt. Ich würde sagen, wir gucken uns das in one-facher Geschwindigkeit an. Der Clanburg hatte ich noch Magier, dank an den, der mir die geschickt hat. Wie man sieht, also der Golem tankt schon mal schön, damit die Magier dort lang gehen können. Ich habe es jetzt mal ausprobiert, die Schweinereiter davor zu setzen. Hat eigentlich relativ gut geklappt. Wie man hier auch sieht. Also ich habe da nirgendwo eine Riesenbombe erwischt, jetzt da eine. Aber ich hatte Glück, dass sie doch in Heilzauber in der Range drinne waren. Deswegen sind die doch gut hier am Anfang in der Base gestürmt. Die Helden habe ich noch nicht gesetzt, die habe ich ein bisschen später gesetzt, glaube ich. So, dann sind die Schweinereiter hier rübergegangen, haben ein paar Luftabwehren kaputt gemacht. Ich glaube, ich kann mich mal bald an Hybrid-Taktiken wenden. Hybrid-Taktiken... Ist schwer, ich weiß selber nicht, was sie sind. Ich weiß nur, dass Hybrid-Taktiken dazu da sind, 3-Stars zu machen. Falls einer von euch Ahnung hat, wäre nett, wenn ihr mal das unten in den Kommentaren erwähnen könntet. So, wie man sieht, die Schweinereiter haben schon fast die ganze Base gestürmt, aber hier die eine Riesenbombe hat dann schon ordentlich Damage gemacht und dadurch sind, glaube ich, 3-4 Schweinereiter gestorben. Und wie man sieht, die meisten Verteidigungsgebäude habe ich hier kaputt bekommen und die Schweinereiter haben sogar fast noch die Bogenschützenturm kaputt bekommen. Ich werde es einfach mal vorspulen. Wie man sieht, das Zusammenspiel von Golem, Barbarenkönig und Magiern hat super geklappt. Der Golem hat super getankt, jetzt hat er sich gespalten und jetzt hat der Barbarenkönig ihm einen Magier hinterher getankt und die 2 Magier haben auch noch ein bisschen aufgeräumt. Der eine Magier, der hat wirklich ordentlich Damage gemacht, aber leider sterben die Magier jetzt an der Riesenbombe. War ein bisschen schade, aber musste ja irgendwie so sein, ne? Und dann lebte noch ein Magier, der wirklich noch ein bisschen ordentlich Damage gemacht hat, wie man hier sieht. Aber der Barbarenkönig hat wirklich super getankt in diesem Angriff und der Golem auch, der hat noch lange überlebt. Nur am Ende gab es ein Problem. Das werden wir uns gleich angucken. Guck mal auf die Zeit. Das Rathaus steht noch. 99% haben wir. Boom. 99%, ein Stern. Ja, ich habe die Taktik gestern zum allerersten Mal geübt, aber als ich gesehen habe, dass man so erfolgreich mit der war, also deswegen will ich die einmal im CW ausprobieren. Ich weiß nicht, wie erfolgreich wir sein werden. Das ist hier eine Rateable 10 Base, die wir ausprobieren werden. Clanburg kann man nicht rauslocken, wie man sieht. Wenn man Schweinereiter setzt, kommt der Schweinereiter nie in die Range der Clanburg. Und das wird das Problem in diesem Angriff sein. Ich werde von da oben angreifen, da das Rathaus, der hier in der Nähe ist. Und deswegen werden wir unser Glück probieren. Hey, what the... Ey, guck mal, ein Fail. 4 von 5 Zaubern und ich kann nur 4 Zauber haben. Mit Videobeweis, Fail, yo. So, okay. Wir werden es probieren. Etwas nervös bin ich schon bei einem Radius Level 10er. Der hat Inferno-Türme, aber auf Einzelziel gestellt. Da machen die ja nicht allzu viel Damage bei so vielen. Okay, gerade ist das ein schöner Bug. Okay, wow. Los geht's. Den Golem werden wir vorsetzen. Mauerbrecher haben wir extra nicht mit, damit. Weil wir Schweinereiter haben. So, Golem vor. Magier hinterher. Eine Riesenbombe konnten wir schon mal perfekt ausnocken. Das lief gut, das lief wirklich gut. Ich würde sagen, jetzt setzen wir die Schweinereiter. Muss ich aufpassen und gleich den ersten Heal setzen. Ich würde sagen, wir setzen hier den ersten Heal.
damit die eigentlich relativ gut die Base stürmen können. Jetzt haben wir einen Fehler gemacht, die Clanburg. Ich weiß nicht, wie gefährlich die Clanburg für Schweinereiter sein kann. Wir werden es einfach mal sehen. Hier in den nächsten Heilzauber. Ich bin sehr nervös, wirklich sehr nervös. Ich habe noch einen Bogenschützen im allernächsten Notfall. Falls alles nicht klappen sollte. Aber momentan, die Base haben wir doch schon relativ gut gestürmt. Die Schweinereiter sind jetzt down. Ja, aber Barbarenkönig rennt natürlich außen lang. Wenn wir Glück haben, setzen wir einfach mal den Heal hier hin und hoffen, dass die Bogenschützenkönigin. Scheibengleister, totaler Fail. Fuck. Nein, Fuck. Mist. Ah, super Fail im Video, super Fail. Ich hätte ihn nicht direkt bei der Raus Level 10 Base üben sollen. Scheiße. Ja, das Problem war, wir konnten die CB nicht rauslocken. Und das wohl zum Verhängnis. Ich glaube nicht, dass wir die 50% schaffen werden. Nein, das werden wir nicht schaffen mit dem einen Bogenschützen. Mist. Totaler Fail. Mist. Und das sind... ich hasse es, im CB zu failen. Ich kann mich da mal selber boxen. Das wird, glaube ich, nichts mehr. Mist. Das sah am Anfang so vielversprechend aus. Aber ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Das nächste Mal sollte ich einen Magier als Backup behalten, denn das wird nichts mehr. Das Armeelager hat zwar nicht viele Life Points. Ja. Nee, das wird nichts mehr. Mist! Direkt auch ein Angriff, Anruf in der Folge werde ich natürlich wieder einen schwarzen Zensierbalken drüber machen. Hatte ich ja schon mal mit der Challenge mit Badoom. Oh, ey, das ist so. Ich hätte auch locker die Prozente holen können, indem ich die Bauhütten außen weggefarmt hätte, aber das war mein Fehler. Verdammt aber auch. Jetzt werde ich geflamed. Ich sehe es in den Kommentaren. Thomas, wieso probierst du eine Taktik aus, womit du dich noch nicht mal richtig auskennst? Da ist schon der Erste im Chat. Thomas, wieso machst du das? Bist du dumm oder so? Du bist behindert. Wieso kannst du dich angreifen? Was bist du? Du bist ein Spaß, aber... Kacke aber auch! What the fuck? Hehe. Neue... Strategie ausprobiert und gefailt. Falls er das meint, ich weiß nicht, was er meint. Ich weiß wirklich nicht, was er meint. Ich hoffe, er meint das nicht. Oh Mann, ich bin jetzt immer so... Ja, ich sehe, okay, er meinte das. Dann würde ich auch sagen, das war's dann mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr, dass ich dann beim ersten Mal direkt gefailt habe. Aber eigentlich hatte ich ja vor, einen Random-mäßigen anzugreifen, aber... Ja gut, habe ich gesagt. Nein, Spaß. Ich hoffe, euch hat das Video dennoch gefallen. Schreibt es mir unten in die Kommentare rein, wenn ihr öfter solche andere Strategie-Videos sehen wollt. Bis zum nächsten Mal, sagt euer Psa Thomas. Bye, bye.